nämlich den katholischen Glauben. Ergebnis also ist, der Kommandant ist sehr schnell seines Amtes enthoben worden. Verrat an der Ideologie wurde auf den Ordensburgen nicht geduldet. Der Kampf gegen die Kirche wurde hier mit allen Mitteln geführt. Der Nationalsozialismus war die neue Religion. Und wenn ein Junker heiratete, was erwünscht war, bekam er eine braune Hochzeit arrangiert. Statt Christus am Kreuz wurde der deutsche Mensch verehrt. Ihm und seinem Führer sollte der Junker dienen. Das Hochzeitspaar war 3 Tage lang, soweit ich das erinnere, Gast. Es war ja auch ein Gästehaus da auf der Burg, wo sie dann mit ihren Angehörigen zusammen sein konnten. Also die Hochzeitsfeiern sind mir auch als Besonderheit in Erinnerung, weil also der ganze Rahmen sehr feierlich und sehr eindrucksvoll abgelaufen ist. Der ganze Mensch wurde hinter den Steinquadern der Ordensburg neu geformt. Abweichungen von den Normen, die die Parteiideologen vorgegeben hatten, wurden nicht geduldet. Es gab eindeutige Anforderungen an die zukünftigen Herrscher der Herrenrasse. Diese Männer sollten Männer sein. Das heißt also, sie sollten zackig sein, sie sollten sportlich sein, einen guten Stammbaum sein und sowas. Wenn jetzt natürlich jemand, um seine damalige Homosexualität zu verbergen, entdeckt wurde, dann kann man sich also vorstellen, wie in der damaligen Zeit das also, wie gesagt, wahrgenommen wurde. Von zweien weiß ich also definitiv, dass sie sich unten in den Duschräumen bis in der Toilette aufgehängt haben, wegen ihrer Homosexualität. Das passte nicht zum germanischen Herrenmenschen. Zurück ins Allgäu, nach Sonthofen. Am 23.11.1937 war der größte Tag für Sonthofen während der Zeit des Nationalsozialismus, als Adolf Hitler hier der Stadt und dieser Anlage einen Besuch abgestattet hat. Das wird insofern deutlich, Hitler ist in einem Sonderzug hier angekommen. Von Kempten an standen Leute an den Bahngleisen, um ihn zu sehen. Damals drückte man sich so aus, um einen Blick des Führers zu erhaschen. Und er ist dann hier am Bahnhof angekommen, ist dann umgestiegen in eine Limousine, durch die Stadt Sonthofen gefahren. Da standen Unmengen von Zuschauern, man spricht von 40.000 Personen, die hier in Sonthofen waren. Und die Bürger Sonthofens hatten sich auch etwas überlegt. Sie hatten nämlich aus Pappe die Formen von Blättern ausgeschnitten, diese mit Goldbronze angemalt und auf die Straße gelegt, sodass er auf einem goldenen Teppich durch die Stadt fahren konnte. Wie immer bei solchen Anlässen fuhr Hitler in einem offenen Mercedes. Er wurde von 1500 hochrangigen Parteigenossen begrüßt, die sich zu einem Kreis- und Gauleitertreffen auf der Burg versammelt hatten. Dann hielt er eine Rede. Der Inhalt wurde damals nicht veröffentlicht, wohl aber ein peinlicher Vorfall danach. Da gibt es ein paar Berichte von Zeitzeugen, die mir zugetragen wurden, und auch ein paar Zeitungsmeldungen von ausländischen Zeitungen. Also Vorarlberger Zeitung schreibt da etwas drüber, dass im Vorfeld etwa 1200 Parteifunktionäre hier waren und die haben sich nicht immer sehr vornehm benommen in der Bevölkerung. Und da kam es zu einigen Problemen mit der Bevölkerung. Und der Höhepunkt war wohl, dass im Gasthof zum Ochsen, so sagt man, jemand mit seiner Ehrenwaffe auf ein Kruzifix geschossen hat. Und das muss wohl bekannt geworden sein. Und das hat letztendlich dann zur Rechenschaft geführt. Hitler persönlich soll 30 in den Vorfall verwickelte Parteifunktionäre degradiert und in zerrissenen Uniformen zum Bahnhof geschickt haben. Er wollte keinen offenen Kampf mit der Kirche. Der neue Mensch, der in den Eliteanstalten geformt wurde, sollte den Wandel bringen.
Es war ideell gemeint. Die Ordensburg, die Ordensritter, die dort lebten und die ja quasi dieses Sendungsbewusstsein hatten und in die Welt hinauszogen für ihren Glauben, für ihre Überzeugung. Und genau das sollten die Junker auch tun, im übertragenen Sinne. Es gibt einen Holzschnitt, da kann man das sehr anschaulich sehen. Vogelsang im Hintergrund dargestellt, mit dem Haus des Wissens, schon im Vorgriff auf die Fertigstellung. Davor zwei Reiter, einen Ordensritter, ein Deutschordensritter in Rüstung und dann einen Junker in Uniform, der parallel zu ihm reitet. Das heißt, die sehen sich in dieser Tradition, in dieser geistigen Tradition, für ihren Glauben in die Welt zu ziehen und die Welt zu erobern. Die erste Gelegenheit dazu bekamen die Junker am 1. September 1939. Hitlers Armeen überfallen Polen. Die Ausbildung auf den Ordensburgen wurde gestoppt. Die noch nicht fertig ausgebildeten Junker mussten sich als Krieger bewähren. Wie waren sie auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet, als sie den Marschbefehl erhielten? Die Ordensburgen wurden ja gleich bei Kriegsbeginn stillgelegt, jedenfalls für die Junkerausbildung. Und das hat natürlich eigentlich verdeckt, dass die Leiche Ordensburg-Idee schon vom Ansatz her eigentlich gescheitert ist. Das pädagogische Programm, was sich Lei zusammengebastelt hat, das war ein völlig dilettantisches Programm, alle Erkenntnisse der Erziehungswissenschaften negierend. Es war egalitär. Das heißt, es wurden von den Bewerbern überhaupt keine Bildungsstandards abgefragt. Es wurden keine Zeugnisse verlangt, es durfte nicht nach dem Beruf gefragt werden und so weiter. Das hatte dann zur Folge, dass die Junker teilweise nicht in der Lage waren, dem Unterricht wirklich zu folgen. Ja, also ich meine, sie waren überheblich und sie konnten wahrscheinlich im Osten ganz gut eingesetzt werden als Unterdrücker. Aber wirkliche Führungskompetenz würde ich denen auch nicht zusprechen. Viele zeichnen sich durch außerordentliche persönliche Tapferkeit aus. Einen entsprechend hohen Blutzoll haben diese Junker dann auch an den Fronten errichtet. Andere sind später in den Osten gegangen worden, sind da Gebietskommandanten beispielsweise geworden. Und es soll auch zu Kriegsverbrechen durch solche Junker gekommen sein. Das war auch eine recht interessante Sache, da an Unterlagen heranzukommen, weil hier, wie gesagt, die wenigsten drüber schrieben oder Unterlagen vorlagen oder man wollte nicht drüber berichten. Der wurde nachher Gebietskommissar in der Ukraine und ist dann nachher in Kiew im Dezember 1945, wenn ich mich recht erinnere, öffentlich aufgehängt worden. Auf der Ordensburg Sonthofen im Allgäu führte Reichsorganisationsleiter Dr. Ley den neuen Burgkommandanten Dr. Hupfauer in sein Amt ein. Adolf-Hitler-Schüler, die während des Krieges auf der Burg erzogen werden, wohnen dem Festakt bei. Der weitaus größte Teil der Ordensjunker steht heute an der Front. Dr. Ley übergibt dem neuen Burg... Die Burg wurde nun von Kindern bewohnt. Das Nazi-Regime griff gezielt nach der Jugend. Voller Hochachtung hat man auf die Burg geguckt und es war aber auch überall eine irre Stimmung da, zum Aufbruch, Aufatmen, hätte ich dann gesagt, das war spürbar, wo man hinkam. Und dadurch, dass ich da jemals hinkommen würde, das hätte ich nie gedacht. Aber wir wussten auch überhaupt nichts, was eigentlich eine Adolf-Hitler-Schule ist. Man hat eben gehört, das ist in Sonthofen, auf der Burg. Und ja, freut hat man sich schon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben wir geschaut, wie es losgeht. Und wer mich gemeldet hat, genau, weiß ich nicht. Also mit Anmelden oder dass die Eltern oder irgendeiner, ein Bekannter da versucht hätte, jemanden auf die Schule zu schicken, das war nicht drin. Als Adolf-Hitler-Schüler wird man berufen, hieß es dann. Na, mein Alter war froh. Die erste Zeit wurden wir, wie sagt man, geschliffen. Ordnungsdienst noch und noch. Und das war anscheinend bewusst. Und da wurde die Gemeinschaft erzogen. Naja, ich meine ja doch, dass es eine höhere Gefolgschaft, höheren Führer ergeben sollte und dass die im Krieg dann auch verheizt werden konnten. Das war im Grunde genommen doch
das Endziel, wenn es auch nicht ausgesprochen war. In einem Zeitungsbericht über die Adolf-Hitler-Schulen stand zu lesen: Der Dienst ist hart und bringt es mit sich, dass die Unwürdigen bald erkannt werden. Das war in der Höhe von 5 Meter vom Ballast runter zu springen in ein Sprungtuch. Unten stand die Feuerwehr mit einem Sprungtuch. Und klar, wenn man da oben runter schaut, ist es tief, aber das war die einzige Mutprobe. Einigen hat sogar Spaß gemacht, die sind ein paar Mal gesprungen. Einer hat sich überhaupt nicht getraut, naja, den hat man halt gelassen. Die angeblich Mutigsten, die mussten dann noch aufs Dach. Da hatten sie mich auch ausgesucht und wir sprangen dann vom Dach fürs Fernsehen in das Sprungtuch. Und da hieß es, jetzt müsst ihr hier noch von der einen Mauer runterspringen, so 3 Meter hoch oder was, auf Kies. Ja, wieso das denn? Ohne Matte. Ja, sonst stimmt der Gesichtsausdruck nicht, haben die gesagt. Ja, weil der Titel dann hieß, die Fallschirmspringer vom Morgen. Wie bei den Junkern stand auch bei den Adolf-Hitler-Schülern Sport ganz oben auf dem Lehrplan. Stärke, Mut, Kampfbereitschaft sollten antrainiert werden. Das ideologische Ziel der Erziehung lautete, wenn auch unausgesprochen, den Eltern fremd, der Partei unbedingt gehorsam. Jugend muss durch Jugend geführt werden, war die Maxime. Kein Lehrer durfte älter als 45 Jahre sein. Der berühmte Bergsteiger Anderl Heckmeier erfüllte diese Anforderungen. Er war ja auch Bergführer und Skilehrer, weil so gut ist er gar nicht gefahren. Er konnte gut die eigene Nordwand durchklettern, aber im Skifahren war er nicht so gut. Er ist ja der Erstbezwinger der Eiger Nordwand gewesen und war da quasi Nationalheld und ist von allen verehrt worden. Und er ist hier auf der Burg beschäftigt gewesen als Stammführer und ist hier dann auch vielen Adolf-Hitler-Schülern, zumindest mal meines Wissens bis 1939 bekannt, als Bergführer und Skiausbilder. Und da ist er deshalb auch hingegangen, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er regelmäßiges Monatsgehalt bekommen hat. Als Bergführer arbeitet man ja freiberuflich und vorher war die Arbeitslosenzeit und da hat er also eigentlich nie regelmäßige Einkommen gehabt. Und da konnte er sogar mit denen handeln. Normal haben die damals 200 Mark, glaube ich, im Monat bekommen. Und er hat dann gesagt, er geht nur hin, wenn er 300 Mark kriegt. Und das haben sie dann auch akzeptiert. Anderl Heckmeier durchstieg zusammen mit seinem Kameraden Förk und den beiden Österreichern Harrer und Kasparek als erster die berüchtigte Eiger Nordwand. Lai jubelte über den Erfolg seines Ausbilders. Er war ja Bergsportlehrer und musste nun mit diesen Jungen in die Berge gehen. Und das war eigentlich für einen anderen eine recht schöne Zeit, weil die waren sehr diszipliniert. Es war also nicht wie heute oft die Jugend, die dann sagt, das sehe ich nicht ein, warum ich da gehen soll, sondern die haben einfach bedingungslos gemacht, was er wollte. Treu bedeutete für uns, dass man innerhalb unserer Klasse eben einfach zu dem anderen steht und nichts anderes kennt, aber nicht so im ganz großen politischen Sinne. Das war mehr auf die Gemeinschaft bezogen. Und bei der Ehre, das war nun etwas, wo der Einzelne sagte, das und das kannst du nicht machen, das geht gegen deine Ehre. Das war ein großer Begriff damals. Treue und Ehre, gibt es das überhaupt in einem verbrecherischen Staat? Die Adolf-Hitler-Schüler dachten natürlich nicht so weit. Sie hatten auch überhaupt keine Gelegenheit dazu. Ihr Tag war ausgefüllt mit unterschiedlichsten theoretischen und praktischen Übungen.
Das Ziel? Elite-Schulung. Mit Erfolg? Das war eigentlich eine sehr vielseitige Ausbildung. Aber darin lag eben auch der Hase im Pfeffer. Man konzentrierte sich nicht auf die eigentliche geistige Leistungsfähigkeit. Nicht? Man hatte keine Möglichkeit, nun wirklich Lernprozesse aufzubauen, sodass ich also 45 dann mit einem großen Heißhunger mich den geistigen Genüssen hingegeben habe. Was sollte aus den Schülern der Ordensburgen einmal werden? Träumten sie von einer großen Parteikarriere? NS-Prominenz besuchte oft und gern die Burgen. Göring, Hess, Goebbels. Waren das die Idole der neuen deutschen Jugend? Und wie standen sie zu ihm, ihrem Namenspatron? War Adolf Hitler ein Vorbild für die Zöglinge der Elite-Schulen? Gut, er hat nicht getrunken, er hat nicht geraucht, das war natürlich für uns dann selbstverständlich. Aber die richtigen Parteigrößen, ich glaube, die waren einfach zu weit weg von uns, als dass wir sie als Vorbild nehmen konnten. So. Also das war eine ganz weit weg eine Ikone. Ich würde sagen, wir haben den Dings nicht gelesen, den Mein Kampf. Und das war irgendwie so eine Tabusache. Also das kann ich von Laie bestimmt nicht behaupten, dass das ein Vorbild von uns war. Das kann ich nicht sagen. Laie kam öfters und einmal habe ich gesehen, der war total betrunken und übergab sich aus dem offenen Wagen auf die Schranke. Und dann darf ich es so erwähnen. Da hat die Wache nicht präsentiert. Das war ein Erlebnis. Reichstrunkenbold wurde der Erfinder der Ordensburgen Robert Ley hinter vorgehaltener Hand tituliert. Der scheinbar so leutselige Reichsorganisationsleiter wurde Anderl Heckmeier zum Verhängnis. Das war also, wo der Krieg schon angegangen war. Und da waren eben der Völk und Anderl vorgesehen, so als politische Kommissäre für die zu erobernden Ostgebiete. Und da wurden sie politisch geschult. Der Ley hat dann Vortrag gehalten, wo sie alle hin sollten. Aber das hat den Anderl und den Völk nicht interessiert. Und dann haben die sich in ihr Zelt gesetzt und mit noch ein paar Freunden Karten gespielt, Schafkopf. Und eine Wache ist vorbei und hat es also gehört, dass die da drin Schafkopfen, und hat es gemeldet. Die beiden Eiger-Nordwand-Helden wurden an die Ostfront geschickt. Wigal Förck fällt in Russland. Anderl Heckmeier überlebt mit Glück den mörderischen Feldzug. Der Krieg hält auch bei den Adolf-Hitler-Schülern Einzug. Und ganz besonders kann ich mich natürlich erinnern an Generaloberst Dietl. Der war nun mal sehr bekannt, sehr populär damals, der Gebirgsjäger General. Und als es hieß, wir machen eine Aufnahme, hat seinen 60. Geburtstag da gefeiert. Da war er natürlich sofort von Schülern umringt. Der Held von Narvik funktionierte als Vorbild der Schüler. Damit war klar, wohin die Reise für die Elite-Jugend Deutschlands ging. An die Front, in den Krieg, ins Verderben, in den Tod. ...1945. Deutschland versinkt in Schutt und Asche. Mit dem Kriegsende war der braune Spuk vorbei. Was wurde aus den Ordensburgen? Sie hatten den Krieg relativ unbeschädigt überstanden. In Sonthofen wurde die Burg zur Wiege der Bundeswehr. Nach einem Mann des 20. Juli umbenannt in Generaloberst Beck-Kaserne, wurden hier die ersten Lehrgänge für das Führungspersonal der neu gegründeten Bundeswehr abgehalten. Krössinsee liegt heute in Polen und wird als Truppenübungsplatz genutzt, auch von NATO-Truppen aus einem vereinten Europa.
Vogelsang dient seit 1950 als NATO-Übungsplatz. Doch die Soldaten ziehen bald aus. Es gibt Pläne, aus der Anlage, die mitten im ersten Nationalpark Nordrhein-Westfalens liegt, einen Ort historischer Bildung zu machen, an dem man auf vielfältige Weise dessen Geschichte erfahren kann. Um aus dieser Geschichte für heute und morgen zu lernen. Die Fackelträger einer verführten Nation wurden verheizt für eine falsche, ungerechte, ja verbrecherische Sache. Die Ordensburgen mahnen heute als Denkmäler daran, Toleranz, Rechtsstaat und Freiheit zu verteidigen.